Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Yoko's Island Express, dem Angezockt. Ich will euch dieses Spiel vorstellen, ich habe es im Stream schon gespielt. Eine Mischung aus Flipper und Jump'n'Run und Rätselspiel. Sehr, sehr geil gemacht. Gibt es auf Steam schon ein paar Tage. Das Ganze ist von Villa Gorilla, die haben das programmiert. Und Team 17 macht hier den Publisher. Und die haben mir auch den Key zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an dieser Stelle. Kostet 20 Euro auf Steam, Link wie immer in der Videobeschreibung. Und ich drücke mal auf Weiter. Ich habe hier schon 16% gespielt. Ich meine jetzt aber für dieses angezockten neuen Spielstand, damit ihr das vom Anfang an euch anschauen könnt. Ich drücke jetzt auf Start. Viel Spaß. So, da sind wir gelandet als kleine Postameise sozusagen. Wir spielen in diesem Spiel diese kleine Ameise, oder ist es ein Käfer? Na, eine Ameise ist nicht, sonst hätte sie ja mehr Beine. Wir nennen es einfach mal einen kleinen Käfer. Sieht ein bisschen aus wie eine kleine Ameise mit unserer kleinen Kugel. Deswegen sagte ich ja, das Spiel ist eine Mischung aus Jump'n'Run und einem Flipper. Das werdet ihr aber noch sehen im Laufe des Spiels. Hallo, guten Tag. Du bist der neue Postmeister, den sie geschickt haben, um mich zu entlasten, oder? Ich bin froh, dass du da bist. Irgendetwas Großes passiert hier und ich möchte lieber nicht hierbleiben. Bevor ich gehe, habe ich hier noch deine erste Aufgabe. Mein altes Postabzeichen. Liefere es an Nim, den Übersetzer im Dorf. Der Island Express ist jetzt deine Pflicht. Also gehe sicher, dass du das Abzeichen an Nim auslieferst. Sonst gerätst du in Schwierigkeiten. Das ist alles von mir. Auf Wiedersehen. Viel Glück und kümmere dich gut um den Island Express. Okay, der Postbote hat keinen Bock mehr, denn irgendwas geht hier ab auf dieser Insel. Und wir haben ein Postabzeichen bekommen. Du hast das alte Postabzeichen, Postmeisterabzeichen. Du musst es Nim dem Übersetzer geben. Okay, wir müssen zu Nim dem Übersetzer. Der befindet sich dort. Mit X können wir übrigens rauszoomen und dann sehen wir den Fog of War. Und dort müssen wir hin. Dort müssen wir praktisch das Abzeichen abgeben. Alles klar. Dann machen wir uns mal auf den Weg. So, Früchte sind praktisch die Sterne wie bei Mario. Und das Spiel erklärt einem rechter Trigger, linker Trigger. Also ein typischer Flipper. Ne? Hier können wir speichern an diesem kleinen Blümchen. Und hier können wir flippern. Wenn wir praktisch angehalten haben, dann können wir den wieder anhalten hier, die kleine Kugel. Okay, ist nichts mehr drin. Das bringt nichts mehr. Okay, gehen wir weiter. 12 Früchte haben wir schon. So. Jetzt sehen wir hier, mit 30 Früchten könnten wir diesen Bumper hier freischalten in den Level. Und das Spiel hat so eine kleine Story. Oh Gott, jedes Mal wieder. Ja, sorry, Was glaubst du, wo du hingehst, Postmeister? Das ist mein Teich. Ja, sorry, ich wollte hier, ne? Wenn du überqueren willst, musst du die Gebühr bezahlen. Weißt du, was ich haben möchte? Wächst hoch oben bei den Klippen. Saftige Buchtpilze, mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur an sie denke. Wie auch immer, besorge mir einen großen, dann lasse ich dich über den Teich überqueren. Alles klar, wir müssen die Buchtpilze besorgen, die befinden sich dort. Also, für das fiese Vieh hier müssen wir die Fruchtpilze besorgen. Wo können wir denn hier noch lang? Hier können wir auf jeden Fall nicht lang, der lässt uns ja nicht vorbei. Wie war das denn? Wir brauchen 30, haben wir jetzt. Jetzt können wir die freischalten, genau. So, jetzt haben wir den Bumper. Alles klar. Dann rollen wir mal hier links lang. Sodle. Okay. Da sind mal Früchte. Jetzt haben wir alle drei. Okay, nochmal raus. Typischer Flipper halt.
glaube ich, hier rechts durchspielen. Genau, da haben wir ein paar Früchte bekommen. Die sammeln wir jetzt ein. Und dann müssen wir hier oben links wahrscheinlich rein. Da geht's weiter. Nein, hat nicht gelangt. Nein. Ich lass mal drüber rollen. Geht das? Ja. Und zack. So, jetzt hier links rein. Ups, oh, dumm. So, wir haben es geschafft. Jetzt sind wir oben. Hallo, Sie. Da schläft wohl jemand. Okay, wir gehen weiter. Hier können wir das freischalten. Eine Tröte, die ist unheimlich wichtig. Damit können wir Sachen freitröten. Hallo. So, und wir können auch wahrscheinlich den hier unten wecken, der hier pennt. Außerdem können wir die Körbe hier wegmachen. Da gibt es auch nochmal ein paar. Diese Thronkrüge. Aufwachen. Guten Morgen. Ich komme gerne hier, um nach Pilzen zu suchen. Das ist ein toller Ort, um Pilze zu sammeln. Aber du musst vorsichtig sein. Giftpilze wachsen gerne in der Nähe von Buchtpilzen. Ein einziger Bissen genügt, um jemanden tagelang das Licht auszuknipsen. Wenn du trotzdem ein paar Pilze sammeln willst, empfehle ich die Klippen an der Ostseite. Dort wachsen sie unbeschadet, wie auch immer. Ich habe zu schnell gedrückt. Tut mir leid. So, wieder zwischenspeichern. Und weiter geht's. So, hier können wir weiter. Okay, wir können aber noch hier links rein. Ja, das Spiel hat so eine Story und ich habe gestern ein paar Stunden gestreamt und habe jetzt 16%, also es hat anscheinend viel Inhalt, das Spiel. Und wer Bock auf Flipper hat, ich meine, es ist wahrscheinlich die ältere Generation, ich weiß gar nicht, ob die Jugend noch Flipper kennt, geschweige denn Bock hat auf Flipper. Würde mich mal interessieren, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Flipper gespielt habt oder auch vielleicht um die, keine Ahnung, zwischen 15 und 20 seid und trotzdem Flipper mögt. Okay, darüber einmal, das war zu steil. Zack, da gibt es noch ein paar Früchte, die sollten wir auf jeden Fall einsammeln. Ich weiß nicht, ich habe früher gerne den Addams Family Flipper gespielt. Könnt ihr als Simulation runterladen. Da gab es Virtual Pinball, heißt der, glaube ich. Habe ich früher eine ganze Menge gezockt. So, wie kommen wir denn wieder raus hier? Ach, nach links, alles klar. So, da sind wir wieder raus. So, hier oben haben wir ein Fernglas. Mit diesem Fernglas können wir uns so ein bisschen... Ich glaube, warte mal, hier gibt es auch noch Früchte. Können wir uns so ein bisschen die Umgebung angucken, in der wir uns befinden. So, das können wir ja mal machen. Und dann haben wir so einen kleinen Überblick über diese Karte. Da oben rechts müssen wir hin zu den Pilzen, denn wir sollen ja diesen Buchtpilz besorgen. Und ja, das machen wir jetzt. Also ich finde dieses Spiel total klasse, es hat mich echt überrascht. Jetzt ist so ein bisschen die Überraschung natürlich raus, weil ich schon weiß, um was es geht. Aber trotzdem macht das Spiel unheimlich Laune. Und es hat noch wirklich intelligente und coole Flipper drin. So, ich glaube, wir müssen hier hin. Da kommen wir zu den Buchtpilzen. Genau, da oben müssen wir hin. Man kann natürlich jede Menge Extras finden. Höhlen und all so ein Kram. Oh, wie kommt man da hoch? Nein? Okay. Ah, wahrscheinlich oben gegen die Platte. Komm mal her. Kommen wir denn hier raus? Ah, so, genau. Oben über die Ecke. Ui, ui, ui. Zack, zack, zack. Nochmal. Jetzt haben wir es doch. Da sind wir in den Pilzen. Anhalten, anhalten. Nein. Oh. Jetzt anhalten. Wie die Meise auch da dran hängt. Ich nenne es einfach mal eine Ameise, obwohl es nicht wirklich passt. Oh, Pilze.
So, jetzt haben wir den Pilz für den Lurch da unten. Diesen Wächter des Flusses. Oh, warte mal. Da habe ich noch was entdeckt. Oh, ah, ne, das sind die Giftpilze. Die darf ich nicht mitnehmen, oder? Darf ich die mitnehmen? Was ist denn Giftpilz? Wer ihn isst, wird lange Zeit außer Gefecht sein. Ah, vielleicht können wir das Ding noch gebrauchen. Können wir hier irgendwas machen noch? Aufwachen, aufwachen, aufwachen. Hier schläft auch niemand oder so. So. Müssen wir nur wieder runter zu ihm. War das hier? Nee. Da hoch, meine ich. Ah, Kugel schieben. Ich glaube, hier runter war das. Genau, die hat mir gesagt, wo ich die Buchtpilze finde. Obwohl, warte mal. Vielleicht hat die ja mit dem Giftpilz was, kann die was anfangen. Nee, äußert sich gar nicht dazu. So. Oh, warte mal. Die müssen wir sammeln. Davon braucht man 10 Stück irgendwann mal. Ein Weidling haben wir nämlich gefunden. Und den können wir einsammeln. Oh, oh. Ja, ich glaube, wir müssen doch hier lang. Nein. Kommen wir hier irgendwo hin? Nein, da will ich gar nicht lang. Kann ich bitte wieder zurück? Schissel. Ich will nur nach unten wieder. Kann ich hier irgendwie nach unten? Nicht hier hoch? Ne, kann ich auch nicht. War ich hier lang, genau. Ja, da ist er doch. Guten Tag, ich hab was. Ich hab was. Ja, ich hab was dabei. Oh, jetzt können wir einen Giftpilz geben oder einen Buchtpilz. Nee, ich habe keinen Bock, dem giftigen Pilz zu geben. Genau, ich bin kein schlechter Käfer. Guck mal, wir sind Käfer, wir sind gar keine Ameise. Hm, cool. So. Da zieht er sich zurück und wir können weiter. Ich bin gerade überlegen, kann ich das Ding hier oben irgendwie umlegen noch? Hier gibt es doch bestimmt noch, da gibt's noch eine Kiste. Na, so bestimmt nicht. Okay, gucken wir uns später an. Ich meine, es ist jetzt für das Angezockt, ne? Wenn man das so selber spielt, will man natürlich auch jedes Geheimnis entdecken. Also, wenn ihr überhaupt Bock auf dieses Spiel habt, das ist immer... Ich habe total Lust auf dieses Spiel, weil ich es recht gut gemacht finde. Ups. So. Da ist nochmal so ein Weidling. Und genau, jetzt müssen wir hier rüber rollen und dann in die andere Richtung rollen. Das sind immer so Tore. Ihr seht das jetzt auch, wenn wir solche lilanen Münzen, Smaragde, irgendwas sammeln, dann wird das Tor so nach und nach geöffnet. Und da befindet sich noch einer. Jetzt müsste noch einer fehlt. 3 Stück. Es gibt immer unterschiedliche Tore mit unterschiedlich vielen. Da haben wir doch einen. So, jetzt wissen wir, aha, lila Runen oder sowas machen halt die Tore auf. Ich finde den Hintergrund total schön gezeichnet bei dem Spiel. Und auch irgendwie die Animation so lustig, wie der kleine Käfer hier dran rumhängt. Und wenn er abgeschossen wird, ist er erstmal total betäubt und liegt nur auf der Seite. So. Und jetzt können wir nach rechts durch. Da ist wieder ein Save-Punkt. Da können wir es freischalten. Die Kiste nehmen wir mit. Früchte. Genau, jetzt haben wir 150 Früchte, können wir jetzt maximal aufsammeln. Und hier können wir mit den Hasen mal reden. Hey Käfer, hilf uns mal! In unserem Nest sind jede Menge Rußlinge. Bitte beseitige sie, dann geben wir dir etwas Schönes. Wunderbar, wir kriegen etwas Schönes. Hier sind Rußlinge drin, man sieht ja die Augen hier so blitzen. Hey Rußlinge, raus da! Erinnert mich so ein bisschen an World of Goo, so im Entferntesten. Wer das noch nicht gespielt hat, sollte es auf jeden Fall nachholen. So. Jetzt wieder Flipper-Einlagen. Immer die Runen hier beseitigen. Da haben wir die nächste Rune. Okay. Zack. Und gleich geht das Tor auf, wenn wir die letzte Rune haben.
So, vielleicht können wir das hier so rüber lupfen. Genau. So, Tor ist offen. Zack. Und jetzt müssen wir hier irgendwie rechts raus. Ja, hat gelangt. Ja, World of Goo, ne? Die Ruslinge sind raus. Oh, oh. Yoku's Island Express. War praktisch das Intro. Wir haben jetzt praktisch die Grundlagen. Aua, 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 aua. Mir geht's gut. Gar kein Problem. Ah. Wir werden nur so hinterhergeschliffen. Hallo, ich hab's geschafft. Ich hab die Ruslinge befreit. Mir geht's auch total gut. So. Toll gemacht. Danke, dass du die Ruslinge beseitigt hast. Ja, war gar kein Problem. Hat auch gar nicht wehgetan. So, was haben wir gekriegt? Ein paar Früchte. Na, sehr gut. Gut, dann können wir hier drüben mal das Ding freischalten. Da kommen wir nämlich weiter, denke ich mal. Und zack. So, den nehmen wir natürlich auch mit. Ich glaube, hier komme ich nicht weiter. Ne, im Wasser kann ich nicht hupen. Was steht denn hier? Bienenlinie. Okay, ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. So, dann rollen wir mal weiter rechts durch. Ich denke mal, wir können jetzt ja auch hier durch den Bau durch. Ruslinge sind ja entfernt. So. Haben wir sie befreit hier. Ich war viel zu lange in diesem muffigen Topf eingesperrt. Mein Name ist Rücktreter. Was ist ein Name, Rücktreter? Ich schätze, ich schulde dir etwas, weil du mich rausgelassen hast. Also hör zu. Ich halte diese Dornen vor dir fern und helfe dir auf dem Turm. Das ist der einzige Weg, wenn du das Dorf erreichen möchtest. Sehr gut. Also, wir werden jetzt hier... So. Sie stellt sich immer brav in den Weg, damit mir nichts passiert. Aha, wir haben Bumper freigeschaltet, sehr schön. So, wir sind ein ziemlich gutes Team, ja, stimmt. Okay, sie hilft mir auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Sehr schön. Da haben wir einen Speicherpunkt. Hier können wir wieder was freischalten. So, jetzt können wir uns das hier mal angucken. Okay, da ist der Affe. Gut, wir müssen ja ins Dorf kommen, ne? Das ist jetzt das Ziel bei diesem... bis zu diesem Zeitpunkt. So, wir spielen wieder ein bisschen Flipper. Okay. Jetzt haben wir die Biene praktisch abgeschossen. Die macht praktisch den Save-Punkt hier unten bei dem Teil, wo man rausrollt aus dem Spiel. Das kennt man ja von normalen Flippern. Da haben wir jetzt den zweiten Punkt. Der einem praktisch verhindert, dass man direkt durchrauscht unten. Ja. Ah, jetzt so, genau. Nein. Oh, ich wollte hoch. Ich wollte auch noch diesen kleinen Manneken da haben. Kann ich bitte darüber? Okay, Tor ist offen. Da geht's weiter. Nein, 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 nein. Ich will da hoch. Wie kommen wir denn da rüber? Ich hätte gerne noch diesen einen Setzling da, oder wie er heißt. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Da links guckt er aus der Erde. Nein, total doof. Nein, da will ich nicht hin. Zurück hier rüber. Dass die Arme, dass der arme Käfer hier dranhängt, ne, wird immer so rumgeschnickt an dem Ball. Ja, das war gar nicht so schlecht eben, aber ich wollte eigentlich rüber. Nein. Oh, Mist. Ich will doch nur in diese eine Röhre rein. Kann nicht so schwer sein. Dahin möchte ich. Nur da hoch.
Okay. Flipper-Skills sind gerade nicht vorhanden. Das ist ein Regenbogen. Nein. Ja. Meise, halt dich fest. Hat nicht ganz gelangt. Aua. Wenn wir hier unten durchfallen, verlieren wir ein paar Früchte. Also es ist gar nicht so schlimm. Man geht nicht wirklich kaputt. Jetzt haben wir es. Na, endlich. So, da kann man noch speichern. Das nehmen wir natürlich mit. Zack. Gespeichert. So, jetzt können wir uns nach oben durchspielen. Oh, es ist lang. Zack, was können wir hier holen? Hier können wir nochmal speichern. Ach, der Entsafter, genau. Ja, das ist man kann ja eine Flipperbahn ausprobieren und muss dabei Sachen entsaften, aber das ist sauschwer am Anfang. Das mache ich jetzt mal gerade nicht, weil ich will euch in ein Dorf zeigen, was man da noch so finden kann. Das war nix. Ich will nach oben. Nach rechts rüber wieder. Na komm. Nein. Wir wollen nach oben. Oh, schon wieder. Geh rüber! Okay, ich versuche jetzt mal ein bisschen steiler zu spielen. Genau das will ich nicht. Ich will nämlich nach oben. Nein. Okay, von vorne. Wir müssen irgendwie darüber kommen. Ah, genau, da der Winkel hat schon gestimmt. Der Winkel hat schon gestimmt, aber wir müssen eigentlich da nach oben. Ja. Gut. Nein, nicht gut. Oh, Mist. War ich einmal da oben drin und hab versagt. Gut, ich meine, mein Flipper kann mir ja nur so gut sein, auch wie die Kugel fällt. Also man kann sie natürlich ein bisschen beeinflussen. Aber man muss natürlich auch ein bisschen schauen, wie man sie anspielt. Nein, das ist auch blöd. Okay, ich muss sie vielleicht doch ganz steil spielen vorne an dem... an der vorderen Spitze von dem Bumper. Spitze. Fug. Wir schaffen das noch. Ich zeige euch das. Natürlich müssen wir jetzt. Yes. Ja. Oh. Und. Jawohl. Das sieht doch gut aus. Da sind wir da oben. Safe. Sehr schön. Was gibt's hier links? Erstmal gucken. Hier regnet's. Was gibt's hier? Der Elfengipfel. Wir wollen aber erstmal ins Dorf, weil das ist so das, Oh, Gewitter. Gewitter! Da sind wir doch. Dorf Mokumana. Mokumana. Was gibt's hier? Wieder ein... Erweiterung unseres Inventars an Früchten. 200 Früchte können wir jetzt haben. Können wir hier rüber? Nein, es langt nicht. Wir können speichern. Und hier können wir 10 von diesen Winzlingen da abgeben, die wir jetzt aber noch nicht haben. Oh. Im Hintergrund lebt irgendwas. Na, wer bist denn du? Ich habe Postabzeichen, ja. Ich bin der neue Postmeister. Nimm den Übersetzer, dem müssen wir doch das Siegel bringen. Genau. Du hast alle Hände voll zu tun, du hängst da rum, nimm. Mokuma. Ah, hier. Der pennt hier. Okay.
Der Gottmörder. Der hat den Mokuma verletzt, deswegen leuchtet er da so cool an dieser Stelle. Ja, saugt die Kraft aus dem Ältesten. So, wir sollen das Postabzeichen behalten. Und wir müssen Briefe an drei Häuptlinge zustellen. Okay, alles klar. Wir müssen Mokuma retten. Okay, wir sollen mit Spina beginnen. Das ist einer der Häuptlinge. Und wir müssen über den großen Wasserfall. Alles klar. Und wo ist das? Da sind die drei Häuptlinge. Alles klar. Machen wir. Bin Profi-Postmeister. Hier können wir es freischalten. Guten Tag. Okay. Eine neue Nachricht. Das ist unser Anrufbeantworter in Form eines Papageis. Okay, das ist eine Nachricht von diesem ehemaligen Postmeister, den wir am Anfang des Spiels getroffen haben. Okay, Postsack haben wir. Genau, jetzt geht es darum, in diesem Spiel, wir haben ja diese roten Postkästen gesehen und die können wir befüllen. Ende der Nachricht. Alles klar, vielen Dank. Alles klar. Okay, also Postkästen befüllen, zum Beispiel den hier. So, ein, zwei Briefe können wir da reinhauen. Jetzt gucken wir, was es hier drüben gibt. Die Kiste ist noch abgeschlossen. Aber wir suchen Antworten bei den großen... Okay, Willow, der ist bei den Wasserfällen. Da müssen wir so sehen. Guck mal hier, da haben sich welche Staublinge, wie sie heißen, haben sich da unten versteckt. Da unten, die gucken immer nach mir. Okay, wir machen mal weiter. Hallo, guten Tag. Geht's dir nicht gut? Du hast einen Kratzer, gell? Ich könnte mich drum kümmern. Das ist ein Lied aus meiner Heimat, der Käfer. Okay. Ja, jetzt müssen wir Richtung Wasserfälle. Und es geht halt immer so weiter. Also man erlebt so eine kleine Geschichte. Man muss durch dieses Dorf verschiedene Aufgaben erfüllen. Hier kann man Bälle einfärben lassen. Und weil er sagt, diese alte Kugel... Wir können das ja gerade nochmal an den Dialog kommen her. Hey, warte. Okay. Dein Ball ist außer Form. So, wir sollen ihr Ballonkugeln bringen. Und der Elfenbein-Look von der Kugel ist halt so ein bisschen oldschool, sagt er. Und wir sollen alle Ballonkugeln bringen. Auch eine neue Aufgabe. Also nicht nur Post verteilen, auch noch Ballonkugeln suchen und. Also es gibt noch einiges zu entdecken. Müssen hier rüber. Danke. So. Hier können wir auch freischalten. Zack. Und da ist noch ein Briefkasten, den wir befüllen können. Also ihr seht schon, wie oft das Spiel hinausläuft. Es ist auf jeden Fall viel zu tun hier in diesem Land. Und wir können später noch schnell reisen und. Also jede Menge Dinge, die es zu entdecken gilt. Ja, insgesamt ein sehr, sehr schönes Spiel, wie ich finde. Kann ich ja Pause machen? Kann ich. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Angezockt. Es ist halt, wie gesagt, eine Mischung aus Jump'n'Run, aus Flipper und einem kleinen Abenteuer mit diesem kleinen Käfer, der seinen Ball dabei hat. Ich finde es eine sehr, sehr gelungene Mischung. Unheimlich schön gezeichnet, geile Musik und gute Ideen drin. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann zum nächsten Angezockt wieder oder beim nächsten Let's Play. Dann... Bis dahin. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.